Guten Abend und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute werden wir wieder ein bisschen zocken. Ich denke mal, ich werde sogar heute nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder ins Vorherrschaftsevent reingehen, weil ich brauche Vorherrschaftspartie-Siege, um halt die Beherrschungspunkte für Ronaldo klarzumachen, um halt Ronaldo zu verbessern. Da ich ja in meinem aktuellen Team ja Ronaldo drin habe, das ist mein aktuelles Team. Ja, Zagojev wird noch verbessert. Nicht jetzt in die Kommentare schreiben, wieso hast du Zagojev im Team? Leute, aber eins gibt es zu sagen, nämlich Aktivitäten, Erfolge, Ligen und zack, 15 Ligapunkte. Und wisst ihr, was wir jetzt mit diesen Punkten machen? Wisst ihr, was wir mit diesen Punkten machen? Natürlich Packs, Leute. Wir öffnen Packs und vielleicht habe ich ja heute in dieser Folge mal Pack-Luck. Weil letztens haben wir auch im Stream ein paar Liga-Packs gezogen. Ich glaube 4, 5 Stück und nur Müll gezogen. Nur Müll gezogen. Und ich hoffe, heute in der Folge läuft es ein bisschen besser. Übrigens, wenn ich morgen am Stream, ich denke ab 18 Uhr, aber nicht allzu lange, weil um 18 Uhr ist auch gleich Anstoß Bayern gegen Beşiktaş. Deswegen, ich gucke dabei halt Bayern gegen Beşiktaş und spiele halt FIFA Mobile nebenbei. Also ich gucke und kommentiere ein bisschen das Bayern-Spiel und spiele halt auch noch FIFA Mobile nebenbei. Also morgen gibt es wieder einen Stream. Ich weiß nicht wie lange, vielleicht eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunde. Auf jeden Fall gibt es morgen auch wieder um 20 Uhr natürlich eine klassische FIFA Mobile-Folge auf meinem Kanal. Weil 20 Uhr ist natürlich die Packs Trailer FIFA Mobile-Zeit. Jetzt heißt es aber erstmal, wie viel brauche ich denn hierfür eigentlich? 100 Siege, okay. Jungs und Mädels aus meiner Liga, wir brauchen noch 25 Liga-Turniersiege. Bam. Dann kriegen wir hier schön, was kriegen wir denn? 25 Punkte, ein Elite-Spieler, 5 Goldspieler, 400.000 Münzen, 100.000 Erfahrungspunkte, 50 Skillboost, also ja, bald ist es soweit und ich kann jetzt hier 6 Packs öffnen, Leute. 6 Packs mit, wenn es richtig schlecht läuft, nur 6 Goldspielern. Aber wir können ja auch 4 Goldspieler in einem Pack zum Beispiel ziehen oder einen Elite-Spieler. Das würde ich mir natürlich hier am liebsten wünschen. Im Stream würde ich jetzt Chat-Packs machen, aber jetzt hier in der Folge wäre es natürlich unlogisch, weil hat überhaupt keinen Sinn. So, Thomas. Wie wird der denn ausgesprochen? Hört du? Ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber Französisch, Jungs. Jungs, Mädels und Skywalker. Also, Französisch war mein absolutes Hassfach in Anführungszeichen. So, nächster Spieler. Es ist Branimir Hrgota von der Eintracht. Okay, erstes Pack war wieder für die Cut, sage ich mal. Weil wir brauchen Elite-Spieler. Die bringen halt wenigstens was, ne? Und wenn es am Ende noch Ronaldo ist Elite und jetzt geht hier gar nichts, Jungs. Ich habe heute schon den ganzen Tag WLAN-Probleme. Die ganze Zeit lockt sich mein, oder geht mein Router aus und wieder an und aus und an. Also LAN-Verbindung habe ich konstant, aber WLAN, das ist richtig schlecht. Ich weiß nicht, was da los ist, ob der Router jetzt kaputt geht. Ich weiß nicht, aber wir sind ein Glück wieder reingekommen hier. Und können weitermachen mit den Liga-Packs. Und es soll endlich ein neues Event geben, Mann. Es soll endlich ein neues Event geben, EA. Mann. Ich habe so viele Ausdauerpunkte jetzt hier aufgespart. Extra für ein neues Event. Heute kommen nochmal 100 dazu. Da ich heute noch keine Werbung geguckt habe, muss ich auf jeden Fall noch machen. Weil jeden Tag kann man halt 100 Ausdauerpunkte holen. Das ist definitiv ein wichtiger Hinweis für euch, die halt nicht so viele Ausdauerpunkte haben. Und diesen Tipp noch nicht kannten. Und es lädt und lädt und lädt. Mann. Das kann nicht wahr sein, ey, mein WLAN, was soll denn das? Ich spiele hier gleich mit mobile Daten, da habe ich eh 15 GB monatlich, deswegen sollte das eigentlich mit mobile Daten kein Problem sein, hier FIFA Mobile zu zocken. Ich mach's auch gleich. Leute, wenn ich jetzt hier nochmal rausgekickt werde, stelle ich hier live in der Folge mobile Daten an. Und es lädt und lädt und lädt und lädt. Ich habe sogar vollen Empfang hier. Ich habe alle Striche bei WLAN, aber trotzdem werde ich die ganze Zeit rausgekickt. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ey, aber das ist mein WLAN, Jungs, das weiß ich, weil ich habe heute schon so viele Probleme gehabt. Es ist immer weggegangen, ob sich mein Router komplett neu startet irgendwie. Jetzt bin ich wieder drin, anscheinend wieder drin. Und es lädt und lädt und lädt. Ansonsten muss ich euch gleich hier einen kurzen Cut reinsetzen ins Video, weil wenn das die ganze Zeit lädt, will ich das euch auch nicht zeigen. Und es lädt und lädt und lädt und lädt. Und Verbindungsabbruch. Endlich, mit mobile Daten klappt es wunderbar, also, unnormal, das ist einfach nur unnormal, ich habe hier Rasmus Telander aus
Der Schweizliga, der Raiffeisen Schweizer League oder so, FC Zürich. Dänischer Innenverteidiger, alles klar. Aber das Problem ist, wenn ich mit mobile Daten spiele, kann ich halt nicht streamen. Ich brauche WLAN, um zu streamen, weil mit mobile Daten kann ich das Bild nicht auf dem PC übertragen und so weiter und so fort. Ich hoffe, morgen wird es klappen. Wir ziehen Marvin Martin. Alles klar. Und Wanderlei Diaz Marinho. Habe ich mir schon immer gewünscht, diese Spieler. Natürlich nicht. Zwei Packs haben wir noch. Zwei Packs haben wir noch. Hernandez. Okay, das ist schon besser. Der beste im heutigen Unboxing, im heutigen Pack-Opening. Lucas Hernandez. Aber auch nicht das, was ich mir wünsche. Ne? Ich wünsche mir einen Elite-Spieler oder wenn nicht sogar einen Meisterspieler. Das wäre so geil. Einfach jetzt einen Meisterspieler hier raushauen. Und Meisterspieler ist sogar möglich. Und ich habe schon 3, 4 Elite-Spieler gezogen. Aber ich habe in letzter Zeit nichts Gutes hier. Legue, Basuer und Helda Barbosa. Immerhin 3 Goldspieler, aber 3, die natürlich nichts wert sind. Die werde ich dann reinhauen, um Spieler zu trainieren. Aber es bringt ja auch nichts. Ne? Normale Goldspieler bringen ja über, also ganz, ganz wenig. Ich kann da mal gucken. Müller, fehlen noch 300.000 Erfahrungspunkte. Ja, kriege ich auch nicht hin. Außerdem will ich auch Büstrov nicht trainieren, weil ich Büstrov behalten will, um die Yashin-Kampagne weiter zu zocken. Genau. Also, ja. Belastend, ich weiß. Vorherrschaft wollte ich heute natürlich noch zocken. Hatte ich ja am Anfang gesagt. Bonusspieler, die interessieren mich eigentlich jetzt auch nicht so wirklich. Aber hier, wir hauen mal die Tickets rein hier. Und ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, die Spiele zu gewinnen. Wieso? Weil damals habe ich es nicht geschafft. Ja, das ist mir bewusst. Aber jetzt die 5 oder die 6 Spiele, 5 Spiele zu gewinnen, sollte eigentlich kein Problem sein. Wo macht man denn die Spiele hier? Ach so, hier vorne ist nur ein Spiel. Ah ja, gegen ein 90er Team. Ja, das packen wir, weil wir hatten damals halt ein 80er Team oder so und da habe ich es nie geschafft. Aber jetzt spielen wir einfach mal einmal gegen Atletico Madrid. 1-2 liegen wir zurück in der 5. Spielminute. Das zocken wir jetzt einfach mal. Ein Spielchen hier. Aber ich denke, das werden wir locker easy gewinnen. Also wenn wir das verlieren mit einem 101er Team, dann weiß ich auch nicht mehr. Oblak hält den ersten Abschluss von Davy Selke. Und jetzt macht Griezmann das 1-3. Leute, wenn ich jetzt hier verliere, Ansage, muss ich FIFA Mobile löschen. Ansage ist raus. Ansage ist raus, Jungs. Jungs und Mädels, komm. Davy Selke. Da kann ich gar nicht verlieren, ey. Selke. Und Oblak hält schon wieder. Doch, wenn Oblak alles hält, dann verliere ich ja. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, Ecke. Raul Cancelo auf Ronaldo und Oblak ist wieder dran. Das gibt's ja gar nicht. Dieser Oblak, ey. Und Oblak! Viermal hintereinander jetzt eine richtig starke Parade von Jan Oblak. Und das 5. Mal. Okay, die Parade war jetzt nicht allzu gut, aber es war auch wieder eine Parade und ein Schuss aufs Tor. Und wir sind in der 65. Hä? Leute, 65. Stand da nicht 5. Minute? Oder sehe ich das jetzt hier falsch? Oder bin ich einfach nur dumm? Bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur doof? Jetzt aber. Er hält ihn schon wieder! Er hält ihn schon wieder! Das kann nicht wahr sein! Das gibt's doch gar nicht! Komm, Kaka. Ich muss jetzt hier mal langsam das 2-2 machen, sonst wird's. Sonst wird's eng und ich muss das Ziel, ich muss FIFA Mobile wirklich löschen. So, 77. 10 Minuten noch, um ein Türchen zu machen. Ich glaube, wir kommen eh, wenn 2-2 steht, in die Verlängerung. Also habe ich dann nochmal 30 Minuten extra. Aber ich will das natürlich so gewinnen. Am schlimmsten wäre es Elfmeterschießen und ich verliere im Elfmeterschießen. FIFA Mobile löschen. 101er Team. Tschüssikowski. Kann ich jetzt mal den Ball hier irgendwie holen? Jawohl, Plattenhardt. Plattenhardt wieder, ne? Plattenhardt, Fußballgott. Und jetzt geht Selke. Jetzt geh! Und Selke wieder.
Selke, Selke hat Platz, Selke hat Platz, Selke hat Platz, Selke hat Platz, Selke schießt und Selke macht das 3:2 und genau so soll es sein, Leute. Ich habe es natürlich nur spannend gemacht, nein, Jungs, Oblak, der ist einfach eskaliert am Anfang, der ist einfach eskaliert. Was der alles gehalten hat, war ja nicht mehr normal. Und ein Glück gewinne ich hier. FIFA Mobile löschen. Aber ich glaube, selbst wenn ich FIFA Mobile gelöscht hätte, hätte ich trotzdem noch mein Team, weil ich hätte dann meinen ganzen Account löschen müssen. Aber egal, ich habe eh gewonnen, also muss ich mir darüber gar keine Gedanken machen. Ich würde sagen, wir machen noch ein versus Angriffsspielchen. Und mal gucken, ob wir das gewinnen können, ne? Vorherrschaft. Bam, kriege ich hier noch einen Punkt. Damit kann ich mir die Punkte holen. Aber Griezmann benutze ich halt eh nicht. Aber ich wollte halt nur die Vorherrschaftssiege, weil ich da dann bei Ronaldo weitermachen kann. Kann ich euch kurz zeigen. Hier, Weg zum Champion. Weil hier unten kriege ich doch noch so einen Punkt. Oh, ich habe schon einen jetzt. Nice. Nice, nice, nice. Was kann ich hier noch? Teammate Müller, nee. Hier, von 150 Vorherrschaftspartien muss ich gewinnen. Also, da muss ich nur ordentlich zocken. Hier brauche ich Kapitel, alles klärchen. Wir gehen rein in ein schönes Versus-Angriffsspielchen. Das letzte Spiel für heute und dann war's das, ne? Also, letztes Spielchen. Ich hoffe, das können wir nochmal gewinnen, Leute. Hashtag Push unten in die Kommentare. Oder, also im Stream würde ich jetzt sagen Hashtag Push und dann würde der ganze Chat wieder mit Hashtag Push voll sein. Weil ihr mich natürlich so supportet, Leute. Vielen, vielen Dank an jeden, der immer im Stream dabei ist. Morgen gibt es übrigens wieder einen Livestream. Also, wenn ihr die Folge Mittwoch seht, also Mittwoch früh oder so. Also, ich werde Mittwochabend streamen. Sagen wir es einfach mal so. Wenn Bayern spielt. Wenn Bayern spielt, werde ich streamen. Und wieso gehe ich hier durch? Nein, jetzt habe ich gedacht, das ist eine ganz normale Kampagne oder so. Aber, nein, komm, Müller, nein, das war so dumm. Wieso bin ich da durchgegangen? Und Ronaldo, schönes Tor hier. Schöner Longshot. Und das ist ein Freistoß oder was? Tatsache. Er hätte doch Vorteil geben können, denn Plattenhardt an die Latte. Marvin Plattenhardt an die Latte, tolle Chance, den muss ich machen. Davy Selke, nein. Ja, ich habe es alleine versaut. Da habe ich gemerkt, dass Selke da einen Schritt zu weit gegangen ist. Und dann habe ich schon gesehen, dass der nicht reingeht. Ronaldo mit dem Longshot 1:2 steht es immer noch. Komm, Kaka. Nimmst du den Gegner aus mit dem Roulette? Kaka mit dem 2:2. Es wird hier nochmal spannend. 2:2, 35 Sekunden. Ronaldo mit dem 3:2. Faust in die Facecam hier schon mal. Meier hat gute Longshots. Wir kennen ihn. Hat er schon mal das ein oder andere Mal bewiesen, dass er gute Schüsse aus der zweiten Reihe abliefern kann. Ecke geht rein, 4:4 war auch ganz wichtig. Komm, Müller. Ah, nein, nein, er macht das 4:5, ey. Leute. Komm, Kaka, den musst du machen, den macht er auch 5:5. Und der Gegner macht das 5:6. Ich kann nur noch höchstens einen Unentschieden rausholen, weil ich glaube, mehr schaffe ich hier nicht. Müller. Und er macht sogar noch das 5-7. Ich verliere. Ich verliere. Ja, ich will keine Ecke mehr machen. Ist vollkommen egal. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Und der Gegner ist sogar nochmal dran. Und ich krieg noch eine Ecke. Nee, ich krieg ein Fre- Hä? Wie lange läuft das denn hier? Ich will nicht mehr spielen. Ich habe verloren. Ich habe verloren. GG an den Gegner. Das war's jetzt hier von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.